Hallo meine Freunde und willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 7. Ich renne hier schon wieder weg. Warum tue ich das nur? Im letzten Part waren wir auf dem Weg zur Hafenstadt, wo Sephiroth angeblich hin auf dem Weg ist. Wir drehen nur ganz kurz um, denn ich habe mal kurz ein bisschen gegoogelt. Und ich kann übrigens hier fliehen, wollte ich mal gezeigt haben. Wenn ich hier L1 und R1 drücke, dann kann ich draufbleiben. Und dann kann ich fliehen. Fantastisch. Nämlich in den Wäldern hier, nämlich hier, soll es angeblich doch möglich sein, diesen meinen ominösen Charakter zu treffen. Was ich doch mal sehr, sehr stark hoffe. Und wir sollen von diesen Gegnern hier etwas klauen können. Lunares Tempo. Schauen wir doch mal, was macht es? Okay. 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 Oh mein Gott, ist das Hass für uns alle? Oh mein Gott, ist das ein Hasszauber auf alle? Das ist gut. Und von diesen blauen Vögeln sollen wir was klauen können. Das wäre ja richtig gut. Oh mein Gott, das ist einfach ein Hasszauber auf die ganze Gruppe. Oh mein Gott, sind diese Gegner stark. Heilige Scheiße. Alter. Konnte nicht stehlen. Die sind ja mal richtig stark. So, immer schön alles besiegen. Und der Salto geht automatisch auf den nächsten Gegner. Das ist super. So, und anscheinend dauert es ein bisschen, bis mir dieser ominöse Charakter begegnet. Deswegen machen wir es wie immer. Wir heilen uns. Und dann machen wir mal einen kleinen Schnitt. Bis gleich. Und da ist es endlich. Mein Gott, das hat ewig gedauert. Gott. Da haben wir es. Das Ninja-Mädchen. Und die müssen wir einfach besiegen. Das ist jetzt sehr wichtig. Sledzorn! Stirb! Sehr schön. Guti. Immer schon drauf da. Drauf da auf die junge Stute. Das sollte ich nicht sagen, wenn es ein kleines Mädchen ist. Ich weiß nicht, wie alt Tifa. Ich weiß nicht, wie alt Yuffie ist. Gewonnen! Yes! Wunderbarigst. So. Jetzt kommt etwas Besonderes. Nämlich dieser Bildschirm. Öffnet jetzt unter keinen Umständen das Menü. Und geht unter keinen Umständen zu dem Speicherpunkt. Sonst klaut sie euch euer komplettes Geld. Mann, verloren. Ich kann's nicht glauben. Wie gesagt, auf keinen Fall das Menü öffnen und auf keinen Fall zum Speicherpunkt gehen. Sie wird euch alles klauen. So ein Idiot. Nochmal, nochmal. Nö, kein Bock. Was ist los, Männer? Willst du weglaufen? Bleib und kämpfe! Kämpfe, habe ich gesagt! Komm schon! Was ist los? Ganz schön Angst vor mir, hä? Ja, yeah, Mann, ich bin wie festgenagelt, sage ich dir. Hä? Genau, wie ich gedacht habe. Was willst du anderes erwarten bei meinen Fähigkeiten?
Ja, ich wünsche euch viel Glück. Wenn ihr wollt, können wir nochmal hingehen. Später, tschüss. Ich gehe voll wirklich? Wirklich? Ja, wartet mal einen Moment hier. Was ist? Hast du immer noch was für mich? Hä? Also, was ist es? Ich weiß, dass du meine Hilfe willst, weil ich so gut bin. Du willst, dass ich mit dir mitgehe? Vollkommen richtig. Ja. So habe ich es mir schon gedacht. Du bringst mich in eine Zwickmühle. Was soll ich tun? Aber wenn du mich so sehr brauchst, kann ich ja wohl schlecht ablehnen. In Ordnung, ich komme mit dir. Ja, dann mach aber mal hinne. Hey? Hey! Warte, ich hab dir nicht mal gesagt, wie ich heiße. Hi. Ich liebe Yuffie so sehr. Ihr könnt euch gar nicht ausmalen, wie sehr ich Yuffie liebe. Ich bin Yuffie, freut mich. Genau wie geplant. Jetzt muss ich nur noch ein bisschen hier, ein bisschen da. Hey, wartet doch endlich mal auf mich. Ja, in diesem Bildschirm läuft es folgendermaßen ab. Wenn ihr das Menü öffnet und wieder rausgeht, ist sie komischerweise verschwunden und euer Geld auch. Geht ihr zu dem Speicherpunkt, ist Yuffie verschwunden und euer Geld auch. Wenn ihr eine falsche Antwort nehmt, verschwindet Yuffie ebenfalls. Ihr müsst immer abwechselnd die Antworten nehmen, angefangen bei der unteren. Das bedeutet, ihr nehmt erst die untere, dann die obere, dann wieder die untere, dann wieder die obere und so weiter und so fort. So, okay. Wen nehme ich jetzt aus dem Team raus? Tifa oder Schnurri? Tifa oder Schnurri? Ich glaube, ich nehme Tifa raus. Es tut mir leid, Tifa. Das ist nichts gegen dich und das weißt du. Du weißt, dass ich dich liebe. Dass ich dich immer lieben werde. Ich meine, es tut mir leid. Es tut mir leid. Du weißt, ich werde dich immer lieben. BHS! Könnt ihr euch eigentlich vorstellen, wie überglücklich ich gerade bin? Ich bin gerade so dermaßen glücklich. Ich habe meine Yuffie. Ich habe meine Yuffie. Und Yuffie wird bis zum Ende des Spiels bei mir sein. Seht übrigens eine neue Substanz, wie ihr seht. Werfen. Interessiert mich nicht. Allerdings, Vitalität plus 1 ist definitiv etwas, das ich mitnehmen will. Vorher will ich aber wieder herstellen und alle. Gebe ich dir wohl noch 373 und ja, dann gebe ich dir mal Feuer und das mache ich auch auf alle. Dann gebe ich dir Werfen, damit die Vitalität steigt. Und dann gebe ich dir mal noch Heilen. Ich glaube, Heilen sollte nicht verkehrt sein. Wenn man das hat. Wobei, ganz ehrlich mal unter uns Pastorentöchtern. Brauche ich Heilen? Unter uns zwei Pastorentöchtern mal. Ich denke mal nicht. Aber es ist immer noch besser als erkennen. Ich nehm's trotzdem. Wunderbar. Ah, ich freue mich so sehr. Ich freue mich so sehr, dass wir hier Yuffie haben. Sie ist halt mein absoluter Lieblingscharakter aus Final Fantasy VII. Entschuldigung. Das wird sich auch niemals ändern. Sie ist auch einer meiner Lieblingscharaktere all time. Von allen Final Fantasy. Ich bin übrigens die ganze Zeit vor den ganzen Gegnern geflohen, weil ich habe keinen Bock gehabt, jetzt alle zu bekämpfen. Oder doch, hätte ich schon gerne gemacht, weil dann hätte ich ein paar Erfahrungspunkte bekommen und wäre ein paar Level aufgestiegen,
Aber erstens bin ich dann irgendwann vielleicht ein bisschen überlevelt und das will ich nicht. Das weiß ich aber nicht. Und zweitens habe ich gerade echt nicht die Zeit, einfach mitten in der Aufnahme mal zu leveln. Nee, so viel Zeit habe ich nicht. Wo ist eigentlich... Da ist meine Karte. Ah. So. Einmal dahin, bitte. Was ist mit dieser Stadt passiert? Sie ist heruntergekommen. Was sagst du dazu? Wow, was für eine Seltenheit. Normalerweise kommt hier außer den Generalleuten niemand in diese Stadt. Okay. Hallo, kann ich hier was kaufen? Vielleicht irgendwas Besseres für Yuffie? Hallo? Ein Mithrillaband-Trank. Nö. Da ist nichts dabei. Nichts, was mich irgendwie interessieren könnte. Aber wirklich gar nichts. Hi. Seid schon drin, diese Stadt da oben. Keine Fische mehr. Die verschmutzt. Scheiße. Ja, ja, Shinra, Krieg. Ja, ja, Fische, Wasser, Scheiße. Ich will eigentlich in ein Haus, aber irgendwie kann ich nicht in ein Haus. Ja, ja, in mein Haus. Alle, da wollen sie alle rein. Ja, Shinra, Krieg und so. Ja, ja. Hey, Herr Delfin. Herr Delfin. Okay. Ich heiße Priscilla. Sag es nach. Wer seid ihr? Gehört ihr zu den Shinra? Na, wir kommen mit den Shinra nicht gut aus. Und so ist das. Ich glaube euch nicht. Raus hier! Klasse. Boah, Mensch! Ein Boss. Echt jetzt? Really? Vorsicht, Herr Delfin! Oh, nee. Hey, halt, wir kommen! Fuck. Fuck. Ich bin nicht geheilt. Fuck. Scheiße. Oh, nein. Oh, nein. Aufruf. Schwanzangriff ist das. Wow, es macht ein bisschen Schaden. Machen wir mal beben. Yuffie. Ja, werfen sollst du jetzt gerade ehrlich gesagt nicht. Ich kann nicht angreifen, okay. Interessant. Während der Aufrufsequenz kann ich nicht angreifen. Das ist interessant. Mal kurz beben. Miss. Kann ich was klauen von dir? Ich sollte mich vielleicht mal heilen. Erreichen nicht möglich, das gefällt mir gar nicht. Das gefällt mir gar nicht. Yuffie, kannst du mit Feuer irgendwie was ausrichten? Schnurri, fast erreichen nicht möglich, Alter. Cloud ist nutzlos in diesem Kampf. Er ist nutzlos. Ich hab nichts gesagt. Ich hab nichts gesagt. Er wird diesen Boss einfach nur noch in seine Stücke reißen. Ich meine, mit Kreuzschlag werde ich den Boss ja wohl erreichen. Also bitte. Yes! So gefällt mir das. So, nicht anders will ich das sehen. Schnurri! Mach mal Eis. Das ist diese Blase, wo ich dann angreifen muss, damit die Blase kaputt geht, oder? Nein, ist es nicht. Was ist das? Warum ist das da?
Ich mach mal erkennen, weil ich kann einfach nichts anderes machen. Ich kann mit Proton-Ebene, ja. Der hat immer noch viel zu viel AP, schwach gegenüber Wind. Kann ich Yuffie irgendwie retten? Granate. Komm. Wir schmeißen eine Granate, wir schmeißen tiefer. Geht doch diese Blubberblase um Yuffie mal weg. Macht sehr viel Schaden, die Granate, das ist schön. Heilung. Ich heil. Ach komm schon, was ist denn das? Ja, wie kriege ich denn die jetzt weg? Ich habe keine Ahnung, wie ich die jetzt wegkrieg. Mach mal tödlicher Müll. Das sieht nicht gut aus. Warum ging das jetzt auf? Irgendwie blicke ich jetzt gerade gar nichts mehr. Was soll ich denn jetzt noch machen? Ich kann nichts mehr machen. Graviball. Ja, macht wenigstens ein bisschen Schaden nochmal. Yuffie kann nichts machen, Cloud kann nichts machen. Was ist das? Ich kann mit Red 13 nichts machen. Ja. Und jetzt? Es ist gelaufen. Yuffie ist jetzt tot. So, ich heil mich mal. Cloud ist auch tot. So. Und jetzt schmeiß ich eine Phönixfeder auf Yuffie. Jetzt ist sie auch aus der Blase wenigstens raus. Fuck. Was macht der mit mir? So, Heilung auf Yuffie. Und Yuffie macht eine Phönixfeder auf Cloud. Wow, gerade, dass er noch überlebt hat. Schnüre jetzt sein Limit, das ist sehr gut. Dann machen wir gleich mal einen Sledzahn. Weil es wäre mir recht, wenn wir jetzt einfach Schaden drücken. Ich will gerade einfach nur Schaden drücken. Mehr will ich gerade gar nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Machen wir mal Eis. Ah, toll, jetzt ist er. Jetzt ist er in dieser Blubberblase drin. Cloud. Mach mal einen Trank auf dich. Warum ist er jetzt nicht in der Blase drin? Irgendwie kapiere ich den Bossfight nicht. Ich meine, mir soll es nur recht sein, aber... kapieren durch ihn trotzdem nicht. Soll ich mal schön weitermachen? Er ist doch gleich besiegt, oder? Große Welle. Das ist die perfekte Welle. Gott, mach das Viech endlich mal kaputt! Cloud hält sich nur noch mit ein paar Tränken immer so im Leben. Irgendwie so ein bisschen. Große Welle. Das ist die sehr große Welle.
Yes! Oh mein Gott, der ist besiegt! Oh mein Gott! Was war das? Kann mir einer sagen, was das war? Powergriff. Wie hab ich das jetzt doch geschafft? Oh mein Gott, was hätte ich machen sollen? Das ist furchtbar. Sie ist doch nicht tot, oder? Priscilla! Nein, sie atmet nicht! Hey, das war's! Junger Mann, Beatmung! Und zwar sofort! Mund-zu-Mund-Beatmung? Du weißt, dass ich nicht kann. Aber sie ist doch nur ein Mädchen. Tu es, Cloud. Was? Du weißt nicht wie? Komm her, ich zeig's dir. Es muss wohl sein. Hol Tiefluft und halt den Atem an. Dann blast die Luft in sie hinein. Schnell, mach zu. Drücke einmal die Viereck-Taste so, dass die Herz-Lungen-Skala gestartet wird. Drückst du die Taste zweimal, wird die Skala gestoppt, ausgeblendet. Okay. Komm, schön viel Luft holen, schön viel Luft holen, schön viel Luft holen. Hol tief Luft, Cloud. Jetzt war es aber selbst bei mir langsam klappt mit der Lunge. Mein Gott, kann die jetzt endlich krepieren oder wieder aufwachen? Eins von beiden, sucht es euch aus. So. Es wird uns nicht angezeigt, wie tief ich Luft holen soll. Es wird halt auch nicht gezeigt. Ah, okay. Sie lebt wieder. Hey, hey, Priscilla, ist alles in Ordnung? Gern geschehen. Wollte ich nur mal gesagt haben. Kann ich da nochmal runter? Ob da vielleicht irgendwas liegt? Nö, okay. Hätte das sein können. Alter, der Bosskampf war echt ein bisschen furchteinflößend, muss ich sagen. Ich konnte halt echt nichts machen. Ich konnte halt echt nichts machen. Und das ist nicht gut. Hey, komm ein bisschen herein. Okay. Ich hab gehört, was geschehen ist. Du hast so viel für Priscilla getan. Naja, ich habe sie von einem Ungeheuer gerettet, habe zum Mund-zu-Mund-Beatmung gemacht, aber das war doch alles nichts. Ihr müsst alle müde sein. Falls ihr euch ausruhen wollt, dann bleibt hier. Danke. Und wo ist Priscilla? Und warum lässt du mich allein in deinem Haus drin? Fühlt euch wie zu Hause. So. Na, sollen wir rasten? Ja, auf jeden Fall. Schnurri, du kriegst das obere Bett.
Yuffie und ich, wir teilen uns das andere Bett. Es gibt nicht mehr. Keine Chance, es gibt nicht mehr. Mehr gibt's nicht. Da fällt mir ein. Du schon wieder. Wer bist du? Das wirst du bald herausfinden. Aber was wichtiger ist, vor 5 Jahren. Vor 5 Jahren? Nibelheim? Als du auf Berg Nibel gegangen bist, war Tifa deine Führerin, oder? Ja, ich war überrascht. Aber wo war Tifa sonst? Weiß nicht. Es war eine tolle Gelegenheit für euch beide, euch wiederzusehen. Ja, du hast recht. Warum konnten wir uns nicht alleine sehen? Ich weiß nicht, ich kann mich nicht genau erinnern. Warum fragst du nicht einfach Tifa? Ja. Dann steh auf. Hey, wach auf! Wach auf, Cloud! Tifa? Als Sephiroth und ich nach Nibelheim gingen, wo warst du? Wir sind uns schon mal begegnet, stimmt's? Was? Das andere Mal. Was? Nein, es war vor 5 Jahren. Ich kann mich nicht erinnern. Fucking Übersetzung! Aber da draußen ist irgendwas seltsam. Cloud, komm schnell. Warum habe ich mich entschieden, das Original zu spielen, nicht den HD-Remake, wo eine bessere Übersetzung hat? Kann ich hier rausgehen, um zu speichern? Ja, kann ich. Ah, oh. Ich bin mit Cloud alleine. Warum habe ich mich entschieden, das Original zu spielen? Ich meine, jeder will mal das Original gesehen haben. Entschuldigung, jeder will es mal sehen. Jeder sollte es mal gesehen haben. Das Original. Sollte jeder mal gesehen haben. Ich würde mal sagen, meine Freunde, beim nächsten Mal sehen wir uns die Retiernottenstelle mal wieder und schauen mal, was denn dort für ein kleines Fest gefeiert wird. Also gut, meine Freunde, das war dem Let's Play Final Fantasy VII für heute. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.